freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video erkläre ich dir, woran du erkennen kannst, ob ein Funktionsgraph symmetrisch ist. Dabei sprechen wir ganz allgemein davon, ob er nicht nur symmetrisch zur y-Achse ist, sondern zu irgendeiner anderen Parallele zur y-Achse oder ob er punktsymmetrisch zu irgendeinem Punkt ist. Also es geht nicht nur darum, ob er punktsymmetrisch zum Ursprung oder achsensymmetrisch zur y-Achse ist. Das sind so Standardsymmetrien. Heute gucken wir es uns aber ganz allgemein an. Also erstmal unterscheiden wir zwischen Achsensymmetrie und Punktsymmetrie und gucken uns erstmal die Symmetrie zu einer Parallelen zur y-Achse an. Und hierbei gilt, der Graph einer Funktion f ist symmetrisch zu der Geraden mit der Gleichung x gleich a, wenn gilt, f von x ist dasselbe wie f von 2a minus x. Nochmal ganz allgemein, wenn wir eine Gerade haben, die zur y-Achse parallel ist, das heißt, sie verläuft so senkrecht, dann hat sie auch die Gleichung x ist gleich und dann eben der x-Wert, wo sie verläuft und nicht y ist gleich irgendwas. Dann wäre es nämlich eine horizontale Gerade. Also falls du dich fragst, warum hier ein x steht. So, warum das hier gilt, kannst du am besten in diesem Schaubild hier dir anschauen. Also wir haben eine achsensymmetrische Funktion. Sie ist symmetrisch zu der Geraden mit der Gleichung x gleich a. Also das hier ist eine Gerade. Hier ist eben der x-Wert a, könnte zum Beispiel 4 sein oder sowas in der Art. Und du kannst sehen, wenn wir hier die Funktion aufeinander klappen würde, dann würden beide Seiten zusammenfallen. Und jetzt schauen wir uns an der Stelle x haben wir eben den Funktionswert f von x, das ist eben diese Höhe. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was ist überhaupt f von 2a minus x, dazu gucken wir uns an, also wir gehen von x aus, nehmen diesen Abstand von x zu a und den klappen wir hier nochmal dran. Das heißt, wir gucken uns jetzt den Funktionswert einmal an der Stelle x an und an der Stelle 2a minus x und beide Werte sind gleich weit von a entfernt. Dann muss eben auch der entsprechende Funktionswert gleich groß sein. Darauf, dass das hier 2a minus x an der Stelle ist, kommst du, indem du also erstmal diesen Abstand hier berechnest. Der beträgt ja x minus a, das ist der Teil, und dann rechnet man x minus a minus x minus a. Dann kommt man da drauf, das kann man dann eben dieses x minus 2 mal Klammer auf x minus a Klammer zu, kann man dann vereinfachen zu 2a minus x. Genau, und wenn jetzt jeweils gilt, dass diese Funktionswerte dann immer gleich groß sind, egal welchen Wert ich für x hier nehme, dann heißt es, dass mein Funktionsgraph eben symmetrisch zur Gerade x gleich a ist. Genau. Dann schauen wir uns mal die Punktsymmetrie an. Also der Graph einer Funktion f ist jetzt symmetrisch zum Punkt s mit den allgemeinen Koordinaten a und b, wenn Folgendes gilt. F von x ist dasselbe wie 2 mal b minus f von 2a minus x. Hier haben wir wieder dasselbe Spiel. Wie kommt man von x auf 2a minus x? Also warum guckt man sich eben noch diese Stelle hier an? Das ist genau wie hier x und 2a minus x, einfach weil beide eben gleich weit von a entfernt sind. Und wenn man sich jetzt eben den Funktionswert an der Stelle x anschaut, das ist ja eben diese Länge hier, dann, also wenn man sich das anschaut und das vergleicht mit 2b, also wenn ich jetzt hier eben die Höhe b zweimal nehmen würde, und davon f von 2a minus x abziehen würde, das ist genau der Abschnitt, dann würde eben dieser Teil hier übrig bleiben. Es wäre jetzt vielleicht sinnvoll gewesen, hätte ich hier noch ein 2b eingezeichnet. Dieser Teil hier wäre übrig geblieben und der ist jetzt eben genauso groß wie der hier. Wenn man das quasi einmal hier rüber verschiebt. Ja, muss man sich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ist gar nicht so leicht, hier das Ganze zu enträtseln. Aber
Du kannst eben diese Formel einfach kontrollieren, indem du deinen Funktionsterm nimmst und den damit vergleichst mit 2b minus deinen Funktionsterm, in den du 2a minus x immer anstelle von x einsetzt. Also du kannst das rechnerisch machen. Das sollte das nur noch mal ein bisschen veranschaulichen. Genau, das war es ganz allgemein zur Symmetrie von Graphen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest viel aus dem Video mitnehmen und dass wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Bis dann!